So, auf Bitten eines Bekannten jetzt noch ein weiteres Video zum Thema Serversicherung. In einem meiner früheren Videos habe ich ja beschrieben, wie man einen Server so ein bisschen sicher macht, auch mit Zertifikatsanmeldungen und nicht mehr über Passwörter. Das Thema möchte ich noch ein bisschen vertiefen, da es wohl doch nicht ganz so einfach erklärt war. Ja, zum Thema Zertifikate. Zertifikate sind ein guter Ersatz für Passwörter, auch wenn sie nicht die ultimative Sicherheit bieten. Mein Mantra ist ja hoffentlich bekannt: Kein System ist unhackbar. Man kann kein System zu 100% sicher machen. Man kann es nur so sicher machen, dass es sich nicht mehr rentiert. Dass der Aufwand von Zeit, Geld und Energie in dieses System reinzukommen, in keinem Verhältnis mehr zum Nutzen steht. Wie gesagt, Zertifikatsanmeldungen sind eine sehr gute Möglichkeit, ein System sicher zu machen. Das Ganze möchte ich jetzt noch mal ein bisschen mehr vertiefen. Zuerst müssen wir uns ein Zertifikat erstellen. Das Ganze können wir hier über den PuTTY-Key-Generator machen. Den kriegen wir recht einfach über. Ja, grgreenend.org. Hier kann man sich den PuTTY-Gen recht einfach runterladen. Ja, wie gesagt, kostenlos, bla. Ja, ich weiß, der kann nicht verifiziert werden, Edge sei Dank. Ja, dann generieren wir unseren Key. Prinzipiell reicht ein 2048-Bit-Key eigentlich aus. Generell benutze ich 4096-Bit-Keys, also die doppelte Größe. Ist ein bisschen sicherer, ist eigentlich viel sicherer, aber der Nachteil an der Sache ist, 4096-Bit oder auch 8192-Bit-Keys brauchen einfach nur ewig, bis sie generiert sind. Ich kann es mir mal kurz beweisen. Beim 4000-Bit-Key geht es, ja okay, ich habe einen i7 drin, da geht es eigentlich recht einfach. Aber man sieht, das Zertifikat ist schon wesentlich länger. Geht man jetzt auf 8192 Bit. Okay. Man muss halt immer gucken, was läuft im Hintergrund, denn PuTTY-Gen benutzt die Hintergrundberechnungen des Prozessors, um einen Key zu generieren. Man sieht, ein 8000-Bit-Key braucht schon wesentlich länger, bis er generiert ist. Deswegen ja, reichen eigentlich für unsere Zwecke hier, würde eigentlich ein 4000-Bit-Key ausreichen. Gut, während er noch generiert. Ja, was ist dieses Generieren eigentlich? Im Endeffekt werden zwei Schlüssel generiert: ein sogenannter Public Key und ein Private Key. Der Public Key ist der Key, den ihr auf eurem Server verwendet, um euch mit eurem Private Key zu authentifizieren. Wer genaueres darüber wissen will, wie diese Authentifizierung abläuft, es gibt einen wunderschönen Wikipedia-Eintrag dazu. Bitte lest den englischen Wikipedia-Eintrag, wenn ihr des Englischen mächtig seid. Die deutsche Wikipedia ist in der Beziehung, ich möchte nicht sagen schlecht, aber man merkt, dass auf der deutschen Wikipedia einfach zu viel Detailverliebtheit herrscht und die Artikel sehr schnell in einen Bereich abdriften, in dem man jahrelang oder sehr viel Erfahrung in diesem Gebiet haben muss, um den Artikel dann auch wirklich zu verstehen. Lest euch einfach mal ein paar Artikel über mathematische Operatoren durch. Das soll dann eigentlich alles erklären. Aber zurück zum Thema. Ja, den Private Key müsst ihr bei euch aufbewahren, und zwar sicher aufbewahren, weil euer Private Key ist im Endeffekt euer Zugangsschlüssel zu eurem Server. Egal, wo ihr den Public Key verwendet, der Private Key ist das Gegenstück dazu. Man kann es vergleichen mit Schlüssel und Schloss. Behaltet euren Private Key, versteckt ihn, nehmt ihn auf einen USB-Stick, bewahrt ihn irgendwo auf, wo man nicht rankommt. Auf jeden Fall solltet ihr ihn nicht auf eurem PC dauerhaft bewahren, wenn dann auch andere Zugriff drauf haben. Ihr habt die Möglichkeit, eine Passphrase einzugeben. Das ist im Endeffekt eine Art Passwort. Das heißt, wenn ihr eine Passphrase eingebt und euren Public Key auf eurem Server speichert und euch versucht, mit eurem Private Key einzuloggen, möchte er vor der Verwendung des Private Keys die Passphrase haben. Es ist, wie gesagt, ungefähr so, als würde man seinen Private Key nochmal Passwort schützen. Hat den Vorteil, selbst wenn jemand das Zertifikat hat, kann er ohne die Passphrase dieses Zertifikat nicht verwenden. Auf der anderen Seite habt ihr wieder ein Passwort, das ihr euch merken müsst.
wenn ihr so wie ich macht und eure Private Keys auf einem USB-Stick aufbewahrt, den ihr immer bei euch habt, und eine Kopie davon gut gesichert, zum Beispiel in einem angemieteten Bankschließfach. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen sehr sicherheitsbedacht, sehr übertrieben. Kommt immer darauf an, was ihr mit euren Keys macht. Ob ihr ein Passwort verwendet oder nicht. Ich verwende Passwörter oder Passphrases, weil es einfach nochmal eine Stufe mehr ist. Wie gesagt, Key Comment könnt ihr jetzt einen Kommentar eingeben. Key für den Testserver. So, wichtig ist, dass ihr hier beide speichert. Der Public Key ist das, was auf den Server kommt. Während der Private Key, hier kriegt ihr auch nochmal eine Warnung, seid ihr euch sicher, ob ihr wirklich keine Passphrase verwenden wollt. Normalerweise verwendet eine, es ist nochmal eine extra Sicherheit. Wenn ihr es nicht wollt, warum auch immer, müsst ihr es nicht machen. Ich verwende hier jetzt einfach mal der Einfachheit halber keine. Nur möchte ich zeigen, dass es auch so funktioniert. Und das war es eigentlich schon. Damit sind wir hier eigentlich fertig. Solltet ihr jetzt zukünftig euch überlegen, oh, ich möchte irgendwann auf Linux umsteigen. Unter Linux könnt ihr euren Private Key nicht einfach, also ihr könnt dieses PPK-File nicht einfach verwenden. Hier könnt ihr dafür einen OpenSSH-Key erstellen. Bekommt wieder die Frage, ob ihr wirklich keine Passphrase verwenden wollt. Und hier könnt ihr dann einen OpenSSH-Key erstellen. Ich kann hier gerne mal die Unterschiede zeigen. Der Private Key von PuTTY sieht, wie gesagt, so aus, während der SSH-Key ja nicht ganz so aussieht. Das ist der Unterschied zwischen Windows und Linux. Wie gesagt, für unseren Test brauchen wir den OpenSSH-Key jetzt nicht, aber prinzipiell so kann man auch Keys konvertieren. So, dann wollen wir uns mal auf unserem Testserver einloggen. So, noch möchte er ein Passwort haben. So, wie bekommen wir jetzt unseren Key da rein? Prinzipiell war das vorher eine falsche Information. Wir werden PuTTY noch mal kurz brauchen, laden uns unseren Private Key, denn unser Private Key enthält auch unseren Public Key. So, das kopieren wir hier. Wichtig ist, ihr müsst hier die Ordnernamen beachten. Wir erstellen einen Ordner Punkt, ja, SHH, Punkt SSH, damit es hier jetzt keine Verwicklungen gibt. Ja, wir haben dann den SSH-Key. So, hier erstellen wir jetzt eine Datei, die nennt sich Authorized Keys. Diese Datei müssen wir jetzt unseren Public Key speichern. Ich verwende Nano, wer möchte, kann Vi verwenden, Vim verwenden, Pico verwenden. Ja. Hier kopieren wir jetzt unseren Key rein. So, solltet ihr euch jetzt entscheiden, ja, ich vertraue einem sehr guten Freund von mir, der darf auch per Zertifikat sich einloggen, müsst ihr nicht euer Zertifikat aus der Hand geben. Ihr könnt einfach hergehen, könnt einen anderen Key noch laden, könnt einen weiteren Key erstellen, ein weiteres Zertifikat erstellen, einen weiteren Private Key erstellen, drückt hier einfach Enter, fügt euren zweiten Key ein und hier könnt ihr das Key Comment auch noch ändern. So, die Datei speichern wir einfach ab und ja, damit haben wir unsere Zertifikate eingefügt. Mittlerweile sind es zwei. Allerdings muss ich hier jetzt den wieder rausnehmen, weil zweimal das gleiche Zertifikat könnte Probleme geben. Wichtig ist, dass diese Dateien bestimmte Berechtigungen haben. Momentan sind die Berechtigungen 644. Das heißt, Root darf lesen, die Gruppe Root darf lesen und Gäste dürfen lesen. Und das ist eigentlich, es führt eigentlich alles ad absurdum, wenn ich irgendeinen User erlaube, meinen Root-SSH-Key auszulesen. Daher müssen wir die Berechtigungen ändern. So, was habe ich jetzt gemacht? Wir sehen die Änderung. Vorher
durfte Root lesen, schreiben, es durfte die Gruppe Root durfte lesen und jeder Benutzer durfte lesen. Jetzt darf nur noch Root lesen und schreiben und alle anderen dürfen nichts mehr. So, das ist auch das, was wir haben wollen. Das nächste ist, wir müssen unsere SSHD-Config anpassen. Allerdings machen wir das erst, nachdem wir jetzt getestet haben, ob unser Zertifikat auch funktioniert. So, dafür erstellen wir hier eine neue Session. So, laden hier unsere Einstellungen, gehen dann hier auf SSH, gehen auf Out und wählen hier, und das ist wichtig, unseren Private Key aus. So. Ab sofort wird sich Putty mit unserem Private Key versuchen, an dem Server zu authentifizieren. Was wir jetzt noch machen können, wir können hier unser Connection Data unseren Benutzer mitgeben. Ich habe jetzt den Benutzer Root genommen. Prinzipiell bietet es sich an, einen eigenen User zu erstellen, der wirklich nur Userrechte hat. Diesem User sein eigenes SSH-Zertifikat einzurichten. Das geht genauso wie ich gerade mit Root hier. Man legt einfach einen neuen User an, gibt dem User sein eigenes Zertifikat und dann loggt man sich eben mit einem anderen User ein und kann sich dann mittels sudo minus i eine Root-Konsole öffnen nach Eingabe eines Passworts. Ihr seht, man kann sehr viele Passwörter einbauen. Natürlich macht es auch nur Sinn, wenn man unterschiedliche Passwörter verwendet, aber ihr seht, man kann schon recht viel spielen. So, dann wollen wir mal gucken, ob das Ganze auch geklappt hat. Speichern, starten. So, wir sehen, er hat sich hier authentifizieren mit dem Public Key für den Testserver. Und hier sehen wir auch schon ein Problem. Ja, die Umlaute werden nicht unbedingt richtig übernommen. Solche Fehler kann man in der Codepage bearbeiten. Und zwar Translation. Genau. UTF-8 ist eigentlich immer ein recht guter Wert, sollte eigentlich immer verwendet werden, weil UTF-8 einfach Standard ist. Theoretisch kann man aber auch hier den Euro-Zeichensatz verwenden. Mal gucken, ob es damit funktioniert. Auch nicht. Also lassen wir es auf UTF-8, dann muss man den Kommentar beim Key verändern. So, jetzt haben wir uns mit unserem Zertifikat eingeloggt. Gut, ihr habt hoffentlich auch gesehen, wie ihr das Zertifikat benutzt. Man geht hier über SSH und Out, kann man seinen Key angeben. Und jetzt kommen wir auch noch zum zweiten Programm. Für dieses Programm habe ich keine vernünftige deutsche Anleitung gefunden, wie ich dieses Programm mit einem Zertifikat auf Linux benutzen kann. Und das, obwohl es eigentlich ein Quasi-Standard ist. Die Rede ist von WinSCP, Datenaustausch mittels SFTP. Und da möchten wir jetzt gerne mal, möchte ich, mich auf meinen Testserver verbinden. So, SFTP, der Rechnername. Wenn ihr zum Beispiel euch einen V-Host oder einen Dedicated Host bei einem Hoster gemietet habt, bekommt ihr im Regelfall eine Domain dazu. Wenn nicht und ihr habt nur eine IP, könnt ihr hier auch die IP verwenden. Wichtig, wir haben in dem vorherigen Tutorial den Port geändert. Das hatte Sicherheitsgründe. So, hier haben wir den Port geändert. Könnt ihr immer noch machen. Ja. Ich verrate immer dazu, ändert den Port. Einfach aus dem Grund, Standardports sind bekannt. Jeder weiß, der Standardport für SSH ist Port 22. Wenn ihr ihn ändert, muss man erst suchen, ist auch wieder eine Sicherheit. Anderer Punkt ist zum Beispiel auch hier Permit Root Login. Heißt, darf der User Root sich einloggen? So, Root darf sich einloggen, aber nur mit Zertifikat. Eine zertifikatfreie Zertifizierung ist nicht möglich. Ich sehe gerade, ich wende gerade im Teamspeak. Ich mache gerade eine Aufnahme. Kein Problem, jetzt bist du halt mit drauf. Ich glaube, ich sollte mich hier mal muten. Ja, genau. Permit Root Login. Without Password heißt, man kann sich nur noch per Zertifikat einloggen und nicht mehr per Passwort.
Wir können das nachher auch gleich gerne mal testen. Generell rate ich dazu, wenn man sich einen zweiten User angelegt hat, der nicht Root ist, den Root-Login generell zu deaktivieren. Das heißt, man kann sich dann nur noch als Root authentifizieren, wenn man schon auf dem System ist. Das können wir eigentlich, ja doch, es ist ja ein Sicherheitsvideo. Das können wir eigentlich mal machen. Lassen wir das hier erst nochmal auf Yes. So, wir haben den Port geändert. Service SSH Restart. Ups. Tippen möchte ich gelernt sein. So. Jetzt müsste ich, wenn ich mich neu authentifizieren möchte, muss ich den Port ändern. So. Speichern. Mal testen, was funktioniert. Es ist ein anderer Port. Den kennt Putty nicht. Also, was ist Putty? Ich benutze hier ja Kitty. Unterschiede, Unterschiede, Unterschiede. Ich finde es angenehmer. Deswegen ja. Und es funktioniert, der Port ist geändert, das heißt, wir können diese Session hier schon mal schließen. Noch können wir uns mit unserem Passwort einloggen. Aber wie gesagt, das wollen wir ja ändern. Und dafür benötigen wir einen eigenen User. So, da gibt es einen wunderschönen Befehl. User add. Da wir aber noch nicht wissen, wie das funktioniert. Hilfe. So, mal gucken. Wir möchten einen User hinzufügen. Dieser User soll natürlich ein eigenes Home-Verzeichnis haben. Und das legen wir standardmäßig unter Home an. Den User nennen wir SSH-Login. Das ist zwar recht fantasielos, aber für die Demo funktioniert. Sie können auch gerne eure Nickname verwenden. Wobei, ja doch, das könnten wir eigentlich machen. So, da wird mein Home erstellt. Genau. Ich muss in die Gruppe Users, ich könnte mir jetzt auch eine eigene Gruppe erstellen. Für die Gruppendokumentation, das würde den Rahmen sprengen, machen wir irgendwann später. Ich nehme mich in die Gruppe Users mit rein. Mein Home-Verzeichnis soll erstellt werden. Ich möchte natürlich auch noch eine Shell haben und weil ich ein fauler Mensch bin, nehme ich die bin bash. Man kann natürlich auch bin corn nehmen oder bin sh. Mir gefällt einfach die bash. So, und der Benutzer soll natürlich sein ich. Stimmt. Ja, ich habe mich ja schon angelegt. Also bleiben wir doch beim SSH-Login. Ich existiere ja schon. So, jetzt habe ich den User SSH-Login erstellt. Der braucht noch ein Passwort, dass wir uns. Nein? Der kriegt kein Passwort. Wir wollen uns ja komplett per. Nein, der kriegt ein Passwort. Einfach nur für den Fall, dass wir das Zertifikat verlieren. Nur deswegen kriegt er jetzt ein Passwort von mir. So, passwd ssh login. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Q, Ausrufezeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Q, Ausrufezeichen. So, ihr habt gemerkt, er hat keine Sternchen angezeigt. Das ist unter Linux völlig normal. Machen wir mal weiter. So, probieren wir das Ganze nochmal. New Session. Load. Wir haben den Port schon geändert. So, jetzt möchte ich aber mich mit dem User SSH-Login verbinden. Ja, das war jetzt Dummheit. So, Server refused, okay. Warum? Ganz einfach, der Benutzer SSH-Login hat noch kein Zertifikat. Deswegen möchte er hier das Passwort haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Q, Ausrufezeichen. So, prinzipiell können wir das hier mal deaktivieren. Weg mit. Denn ich möchte jetzt alles über meinen neuen User machen. So, wir müssen natürlich einen neuen Key generieren. Diesmal nehme ich einen recht schnellen Key, weil. Ach, naja, sind wir mal nicht so. 2096, Zufallsberechnung, Zufallsberechnung. Gut, hier haben wir unseren Key. Gleiches Spiel wie vorhin bei Root. Der Punkt vor einem Verzeichnis heißt übrigens immer, dass das Verzeichnis versteckt ist.
So, authorized keys. Da kopiere ich meinen neuen Key rein. Einmal speichern und beenden. So, chmod 600 authorized keys. So, prinzipiell könnte ich jetzt hier mit meinem SSH-Login und hier, nachdem ich das gespeichert habe, so, pubkey.login und private key SSH-Login. So, kann ich hier jetzt meinen SSH-Key verwenden, speichere das Ganze wieder und wir haben uns mit dem User SSH-Login verbunden. So, jetzt können wir uns mit SU, so, jetzt möchte er unser Root-Passwort haben und schon haben wir Root-Rechte. Und jetzt kommt nämlich unsere Serversicherheit ins Spiel. Wir möchten nämlich jetzt unseren SSH-Zugang so absichern, dass man sich nicht per Root einloggen kann, nur noch als User. Und dieser User kann mittels Passwort Root werden. Klingt kompliziert, ist es aber eigentlich nicht wirklich. So, nano ssh-d-config. Den Port haben wir geändert. So, hier können wir jetzt den kompletten Root-Login, egal wie, verbieten. Werde ich jetzt speichern, versuche ich mich mit Root zu verbinden, werde ich definitiv keinen Zugriff kriegen. Egal ob mit Zertifikat oder mit Passwort. Root ist als Remote-Login komplett abgeschalten. Ich komme als Root nicht auf dieses Verzeichnis. Möchte ich aber nicht machen, würde ich auch nicht empfehlen. Deswegen without password. Hat den Hintergrund, wenn ich mich überhaupt nicht mehr als Root einloggen kann, kann ich später keine File-Transfers als Root machen. Kommen wir gleich dazu. Wie gesagt, without password. Permit MD Passwords. No, das ist standardmäßig gesetzt. Das heißt, man darf keine leeren Passwörter verwenden. Hier könnte man jetzt generell die Passwort-Authentifikation für alle Benutzer deaktivieren. Würde ich nur dann raten, wenn ihr euren Key wirklich zu 100% irgendwo gesichert habt, dass ihr immer darauf Zugriff habt, würdet ihr euren Key verlieren, könntet ihr euch gar nicht mehr einloggen. Nicht mal mehr mit Passwort. Deswegen, ich persönlich lasse es aktiviert. Holt euch KeePass. KeePass ist ein Passwortmanager, der auch recht einfach ist. Und das Schöne ist, damit könnt ihr auch Passwörter generieren lassen. Zum Beispiel Root Test Server. So, und dann könnt ihr euch hier, wie gesagt, ein Passwort generieren lassen. Wenn ihr so paranoid seid wie ich, dann nimmt ein Passwortgenerator, sagt 64 Länge, nimmt Minus mit rein, nimmt Underline, nimmt Spaces. Ja, okay, Spaces vielleicht nicht. Nimmt Special Characters, nimmt Brackets mit rein und nehmt das als Root-Passwort. Wie gesagt, für den Fall, dass ihr euer Zertifikat verliert, habt ihr immer noch einen anderen Zugang als Passwort. Speichert das Passwort ab, sichert euch ab. Das ist im Endeffekt die Kurzfassung. Wie gesagt, KeePass, keypass.info, kostenlos, Freeware. Ist auch sehr gut, lässt sich auch wunderschön mit einem Cloud-Speicher benutzen. Wie gesagt, vielleicht dazu später mehr. So, wir möchten auf jeden Fall hier erstmal speichern. Nicht vergessen, muss neu gestartet werden. Macht ihr keinen SSH-Restart, also keinen Service-Restart, werden eure Einstellungen nicht übernommen. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Dieses Mal speichern wir es als LogSafe-Root. So, dann nehmen wir unser Root-Passwort, nehmen unter Data unseren Root-User, also, das hat er schon, Save. Was hat er dann aber jetzt eigentlich? Load. Ja, genau, okay, da haben wir unseren normalen User. Probieren wir es mal. Load, Start und wir kommen mit dem Zertifikat rein. So, jetzt entferne ich mal das Zertifikat. Nee, das war der falsche. Den Root möchte ich gerne haben. Entfernen wir mal. Sagen speichern. Das
möchte ein Passwort haben. Okay. Habe ich mich irgendwo vertippt? Nein, er lässt mich mit Passwort nicht rein. Nein, das ist ganz definitiv mein Passwort und er lässt mich nicht rein. Also, die Passwortanmeldung ist deaktiviert. Es geht nur noch per Zertifikat auf Root. Ziel erreicht. So, nochmal kurz. Permit Root Login without Password heißt, man kann sich nur noch mit Zertifikat einloggen. Generell ist die Anmeldung per Passwort aber erlaubt für unsere normalen User. So soll es auch sein. So, wie gesagt, das war Schritt 1. Nun jetzt zur Datenübertragung, WinSCP. Ist ein überaus nützliches Tool, weil man direkt wie bei einem FTP-Server, wie bei dem Midnight Commander, wer es noch kennt, Daten hin und her schaufeln kann. Man kann auch Daten direkt bearbeiten. Ist eine große Erleichterung, weil man doch durch Klicken schneller drankommt, als alles per Hand einzutippen, in welchem Pfad ich möchte. So, mein Rechnername ist meine IP. Ich hoffe mal, ich habe mich nicht... Nee, Portnummer 1, 2, 3, 4, genau. Jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ifconfig 52, ja doch, war richtig. So, Benutzername. Möchte ich meine Daten hochladen? Möchte ich als Root arbeiten? Ich möchte als Root arbeiten. So, Kennwort haben wir keins. Wir können uns hier nicht per Kennwort einloggen. Wir brauchen hier ein Zertifikat. Und da geht es eigentlich recht einfach. Man geht auf Erweitert, Schlüsselaustausch, beziehungsweise Authentifizierung. Und hier geben wir ihm einfach unseren Schlüssel mit. Und zwar den Root. So. Und das war's. Speichern. Root at Testserver. Das Ganze legen wir noch auf dem Desktop an. So. Und das war's. Erste Verbindung. Soll dem Schlüssel vertraut werden? Ja. Braucht etwas länger, bei 8K. So, schon sind wir per Root auf unserem Server und können hier im Endeffekt alles, was wir brauchen, auch per, ja, per, ich sag mal in Anführungszeichen, Midnight Commander bearbeiten. Wie gesagt, bringt auch einen internen Editor mit, ist auch nicht schlecht. Allerdings bin ich jemand, ich nutze ungern den internen Editor, weil er doch recht wenig Möglichkeiten hat. Ich bearbeite, wo habe ich es denn hin? Bearbeiten mit, ich habe hier den Notepad++, den finde ich ein bisschen besser. Wie gesagt, wir können den Port bearbeiten, wir können hier auch wieder unsere, es ist einfach angenehmer. Ändert man irgendwas, zum Beispiel... So, jetzt habe ich was geändert, jetzt möchte ich speichern und bei der Gelegenheit bitte mal hier aufpassen. So, die geänderte Datei wird direkt, sobald ich speichere, übertragen. Das heißt, wenn ich hier speichere, kann ich weiterarbeiten und trotzdem bleiben meine Daten gesichert. So, das war im Endeffekt eine Kurzanweisung, wie verbinde ich mich mit Zertifikat, mit WinSCP. Ich hoffe, soweit war es recht einfach, war es verständlich, war es nachvollziehbar. Wie gesagt, ich wurde darum gebeten, das Ganze nochmal zu vertiefen, weil gerade mit WinSCP, ich habe zig Anleitungen gefunden, wie kann ich mit WinSCP mich verbinden, aber nie eine, wie mache ich das mit einem Zertifikat, wie genau erstelle ich mein Zertifikat unter Windows mit PuTTY, worauf muss ich bei der Zertifikaterstellung achten, was ist ein Private Key, was ist mein Public Key, wo muss ich was reinkopieren. Ich hoffe, das war jetzt ein bisschen verständlicher. Und wenn noch Fragen sind, ab in die Kommentare.